So, und nun. Wir verstehen. Ah, die Hosen müssen wir es anziehen. Ah, ich sehe mal wie Zwillinge aus. Naja. So, kehrt zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurück. Beim Wrack der Himmelsrufer wartet ein Wagen auf euch, der euch zum Tempel bringen wird. Okay. Wagen, Wagen, wo bist du? Ach, da hinten steht er. Oh, ich glaube, da gibt es gleich Ärger. Ich dulde eure Anwesenheit nur um unserer neuen Verbündeten willen. Übertreibt es nicht. Genau. Haltet euch zurück, bevor ich euch wieder in Ketten lege. Ah ja, küsst euch doch oder so. Dann steigen wir auf ins Highspeed-Taxi. Warp 9 Nummer 1. Warp 9. Volle Energie. Und fertig die Remote Infanterie. Oh je, so weit müssen wir fahren. Oh. Ja, dann sieht man sich in 2 Stunden wieder oder so, keine Ahnung. So langsam sind wir da, ganz langsam gleich. Ganz langsam, langsam. So, jetzt aber gleich. Jetzt sind wir gleich da. Gleich sind wir da, gleich. Gleich, gleich. Noch ein kleines bisschen. Ja, fast da, ja. Ich kann das noch nicht tun. Jetzt sind wir da. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Sprecht mit dem Geist von Meister Shang-Chi und entscheidet euch dann, ob ihr mit der Allianz oder der Horde losziehen wollt. Ihr alle habt mit der Rettung von Shenzhen Su etwas Großes gemacht. Ihr macht uns Angst. Ich bin bereit, mich zu entscheiden. Die Allianz, die edlen Völker der Allianz, verbindet einen Band stolzer Tradition von Großmut, Ehre, Treue, Gerechtigkeit und Hingabe. Ob durch technische, arkane oder spirituelle Weisheit, alle Mitglieder der Allianz tragen ihren Teil zu einer friedlichen und gerechten Welt bei. Tritt der Allianz bei um für ihre hehren Ideale in ganz Azeroth und darüber hinaus einzustellen. Für die Allianz. Für die Allianz. Genau. Die Horde, die stolzen Völker der Horde stellen einen losen Zweckverbund gegen eine Welt dar, die sie am liebsten vernichten würde. Sie orientierte und ungestüme Horde schätzt Stärke und Ehre, hat aber bisweilen mit ihren eigenen Aggressionen zu kämpfen. Schließt euch der Horde an, um für eine Welt zu kämpfen, in der ihre Völker frei leben können. So, Allianz. Gehen wir zur Allianz. Oder gehen wir zur Horde. Oh,
Nochmal testen. Allianz. Horde. Ich und du. Müllers Kuh. Müllers Esel. Der bist du. Flup, flup, flup. Obwohl, Allianz, muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich sehe das Questgebiet aus. Westfall. Westfall kann ich eigentlich gar nicht sehen. Ich hasse Westfall-Questen. Horde Brachland. Das kenne ich schon so. Habe ich schon auch so oft gesehen. Das Brachland, ja. Ich weiß es gerade echt nicht. Allianz oder Horde? Horde Allianz. Ich weiß gerade echt nicht. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Lass mich mal überlegen. Allianz. Aber Horde habe ich schon so oft gespielt. Ich weiß nicht. Ich habe schon so oft Horde gespielt. Allianz habe ich fast noch nie gespielt. Die meisten sagen natürlich Horde, ganz klar. Und ich weiß nicht, Allianz ist halt so. Allianz ist irgendwie nichts Gescheites. Na gut, für euch tue ich es mir an, mache ich mal Allianz. Auch wenn ich mich dadurch unbeliebt mache, aber wenn sonst keiner spielt. Und zur Not kann man ja noch einen Fraktionswechsel machen. Was wird wohl geschehen? Wo werden wir landen? Das und mehr erfahrt ihr bald. Ja, auf jeden Fall. Naja, keine Ahnung. Ja, ich nehme noch ein Stück auf. Mal schauen, was jetzt kommt. Och, wir sind in Sturmwind. Alter Falter. Und so soll es sein. Hier stehen wir nun in unserem neuen Zuhause. Scheiß die Wandern. Wir haben eine Pflicht, die wir nachkommen müssen, süß-sauer. Es liegt in unserer Verantwortung, die Chuyo-Philosophie über die Grenzen der wandernden Insel hinaus zu verbreiten. Und es gibt keinen geeigneteren Ort, damit anzufangen, als hier in Sturmwind, das Herz der Allianz. Lasst uns herausfinden, wer hier der Anführer ist. Wir brauchen Verbündete. Quest City, sprecht mit König Varian Vern in der Burg Sturmwind. Also dann, falls ihr hier draußen nützlich sein wollen, sollten wir uns erst Verbündete suchen. Dann sprechen wir mal mit dem King. So, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Hui. Ah. Der Kaiser. Benehmt euch, solange ihr in Sturmwind seid, Pantan. Ihr seid nun im Gebiet der Allianz. Sei mal still, Spotsfreund, sonst bekommst du gleich meinen Roundhouse-Kick. Was haben wir da? Eine Quest. Ach so, Heldenaufruf, okay. Da bekommt man dann die Quest für das jeweilige Level, wo man hat. Hey, seh sie nur her, Knolle. Das sind keine Knolle, Dummkopf. Sieh doch richtig hin. Das sind Furblocks. Natürlich sind wir Furblocks.
Oder so ähnlich. Auf jeden Fall sind wir flauschig und rund. Ah, Spieler gegen Spieler, das können wir spielen. Kriegsrimmelschlucht, Aradi-Becken. Das werde ich dann auf jeden Fall mal in der nächsten Aufnahme machen, mich mal fürs PG anmelden, Aradi-Becken. So ganz ohne Mounts kann das sicher lustig werden. Verschwendet nicht meine Zeit. Ah, gute Entscheidung. Ah, das ist ein Schurke. Worgen. Okay, lass uns einfach weitergehen. Ich glaube, der Schurke will uns nur beklauen. Also bloß weg hier. Ah, ja, wir laufen richtig. Willkommen in Sturmwind. Dankeschön. Oh ja, boah. Ich habe einen Gorilla, haha, nein. Gib mir meinen Gorilla wieder. Achso, die sprechen nicht von uns, die sprechen von einem Stofftier. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ui. Pandan, das muss ich mir wohl einbilden. Wie geil, Ninja Invite. Die gottlosen Schlechter. Obwohl. Nee. Ich meine, so freche Ninja-Invites darf man nicht annehmen. Das ist einfach zu frech. Da kann man vorher auch mal fragen. Dinana, Fremde in Anmarsch, Fremde ja, aber mit guten Absichten. Seht nur hin, Lukas, das Licht ist stark in ihn und in einigen besonders. Lasst uns weitergehen, okay. Was ist das für ein Licht? Jetzt will ich auch wissen, was das mit dem Licht auf sich hat. Ich könnte ja eigentlich auch mal Licht machen, ich sitze hier im Dunkeln. Weil ich vorher noch in Doom 3 gespielt habe. Naja, jetzt mache ich das erstmal fertig. Hui. Eigentlich hätte ich ja auch mal einen Pandan-Paladin spielen können. Wo gibt es da Paladine, Pandan? Keine Ahnung. Weil Paladin habe ich noch nie gespielt. Das hat wahrscheinlich so seine gute Gründe. So. Alter Falter, hast du uns was zu sorgen? Pandan, ihr seid hier, das ist gut. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass sich einige eurer Leute hier einfinden würden. Ich würde euch gern zu unseren Verbündeten zählen und hoffen, dass ihr euch uns anschließt. Begleitet mich ein Stück süß-sauer. Ich hoffe, der will uns jetzt nicht vernaschen. Ja, wir wollen der Allianz beitreten. Verbündete können wir immer gebrauchen. Euch abzuweisen wäre dumm von mir. Besonders in Kriegszeiten. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die ihr verstehen müsst. Ja, fahrt fort. Ja, ja. Die Völker der Allianz geben aufeinander Acht. Es wird erwartet, dass ihr Mitgliedern der Allianz in Zeiten der Not beisteht. Menschen, Gnome, Draenei oder Pandaren wie ihr. Es ist eine einfache Regel, aber eine wichtige. Habt ihr ja, ja, alle für einen, einer für alle und so weiter. Gut, denn das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Nicht alle Pandaren haben den Weg gewählt, für den ihr drei euch entschieden habt. Einige haben sich der Horde angeschlossen. Oh nein, der Horde! Sind, genau wie die anderen barbarischen Stämme der Horde, eure neuen Feinde.
die, mit denen ihr einst befreundet wart oder die ihr sogar geliebt habt, sind jetzt eure Widersacher. Wir werden sie alle vernichten. Sehr leid, aber die Fronten stehen fest. Ich werde keine Verbrüderung mit dem Feind tolerieren, denn damit könntet ihr die Allianz Gefahren aussetzen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja, Sir. Großer Zambalo. Gut, wir sind beinahe fertig. Bevor ihr aufbrecht, Süßsauer, da gibt es noch eine Sache, die ich mit euch besprechen möchte. Oh, Level 12. Ich muss herausfinden, ob ihr auch wirklich kämpfen könnt. Möglicherweise werden wir bei Zeiten eure militärische Hilfe benötigen. Und dann muss ich sicher sein, dass ihr mein Königreich beschützen könnt. Ich habe viele Geschichten über die Kampftechniken der Panther angehört, aber sie noch nie persönlich beobachten dürfen. Also bereit für einen Kampf, na sicher doch. Es wissen nicht viele, aber ich war einst selbst ein Arena-Kämpfer. Ein Gladiator. Zur Belustigung der Horde. Ich verstehe also ein wenig von Kampfkunst. Oh, dürfen wir den König vermöbeln? Und jetzt Pandaren. Oh ja, cool. Ey, der weicht aus, der weicht aus. Haltet nicht zurück, gebt alles! Ja, wieder nicht treffen, nicht? Diese Fähigkeit ist noch. Was ist das für ein Blödsinn? Ihr müsst euch schon ein wenig mehr anstrengen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Sag mal. Schlag mich! Noch nicht bereit. Ah, jetzt. Ja, jetzt haben wir den König von Sturmwind vermöbelt. Hat sich doch gelohnt, Allianz zu spielen. Ja, einmal vermöbelt. Mit Level 10, 11 oder 12? Mit Level 12 haben wir vermöbelt, ja. So habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Keine Sorge, meine neuen Freunde. Mir ging's schon schlechter. Ein kämpferischer Geist wie ihr ist in der Allianz willkommen. Kommen wir also zur Sache. Die Blutlinie der Königin. Ihr verfügt über das Talent um das Herz der wahren Kämpfer. Nur wenige würden ihr Heimatland verlassen, um sich der Allianz anzuschließen. Und noch weniger würden sich dem König von Sturmwind im Kampf stellen. Ich heiße euch und eure Leute herzlich willkommen in der Allianz. Süß sauer. Gehabt euch wohl. Okay, das war's also mit jetzt. Okay. Dann geht's jetzt wohl ganz normal mit Questen weiter. Dungeon Browser gibt es erst ab Level 15, okay. So. Das ist dann der perfekte Punkt für eine Aufnahmepause. Dann danke fürs Zuschauen und dann sieht man sich bald wieder mit Süßsauer und seinen Abenteuer in Pandaria. Ja. Okay und tschüssi.